Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier erneut zu einem neuen Let's Play mit Alex, wie man sehen kann. Dem neuen Spiel von Piranha Bytes, die auch uns damals mit Gothic beglückten. Wer die Gothic-Reihe nicht kennt, sollte es umgehend nachholen. Das ist einer der besten Rollenspiel-Titel, die ich jemals kennengelernt habe. Einfach auch wahrscheinlich, weil das zu der Gegend mehr oder minder das geilste Nonplusultra-Ding war, was man ein bisschen mehr auf derbe, nicht kunterbunte Fantasy-Welten gestoßen ist, sondern eher ein bisschen auf was Rauhiges. Es hat damals schon gut eingefangen. Und auch diese Welt, Alex, welche im Prinzip von einem Kometen, der das namensgebende Alex auf die Welt gebracht hat, fast komplett ausgelöscht wurde, schlagen wir uns jetzt durch mit einem Helden, den wir jetzt gleich noch kennenlernen werden. Näheres dafür sehen wir dann, wie gesagt, gleich. Und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an GamesPlanet.com, meinem Spielekollegen, die mir das Ganze hier wieder mal zur Verfügung gestellt haben für euch. Und wie gesagt, unten in der Description gibt es wie immer einen Link, mit dem könnt ihr dort Games einkaufen und mich passiv unterstützen. Dankeschön an euch, auch dass ihr immer so schön fleißig zuschaut. Und dann wollen wir jetzt aber nach dem Intermezzo mal wieder ein neues Spiel starten. Und, oh, es gibt eine Ultra-Schwierigkeitsstufe. Bin ja voll dabei. Der Planet Magellan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender, und siegreicher Feldherr ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Der Anfang hat mich jetzt schon richtig an Riddick erinnert. Thank you.
erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Und hier beginnt unser Abenteuer. Ich schaue nochmal eben kurz, mich wundert es ein wenig mit den Texturen der Kleidung. Man hat es auch eben gesehen, ich fand jetzt relativ teilweise sehr unscharf. Ob ich da vielleicht irgendwelche Änderungen übersehen habe? Moment. Okay, da scheine ich doch irgendwie nichts übersehen zu haben. Wundert mich jetzt ein klein wenig. Schaue ich nach dem Part mal, ob da vielleicht irgendwelche Dateien falsch geladen wurden. Irgendwie wundert es mich, der Charakter selbst ist relativ scharf dargestellt, doch die Klamotten wirken ein bisschen unscharf im Vergleich dazu. Fällt es halt sehr stark auf. So, erstmal ein paar Heilkräuter natürlich eingesammelt hier. Wie üblich, man sollte nichts liegen lassen, was nicht nied- und nagelfest ist, um sich einen späteren Vorteil in diesen Piranha-Games zu erschaffen. Prinzip gab damals ja auch in Risen und Co. Und ich muss sagen, an und für sich sieht es hier doch durchaus richtig schick aus. So, schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Inventar. Wir haben hier Attribute, Fähigkeiten, Waffen, Rüstungslots, Tränke. Ich glaube, die muss ich erst noch mischen. Oder nein, hier habe ich schon und die Heilkräuter habe ich extra und die kann ich auch benutzen zum Brauen. Laufende Quests oder sonstiges noch gar nichts. Wir sind einfach mal mitten nackt irgendwo rausgekommen, da links in der Ecke. Wohlgemerkt, an dieser Stelle bei jedem Spielneustart soll man irgendwo anders auf der Map spawnen. Das heißt, es verändert natürlich auch den Lauf, bei dem man in gewissen Zonen unterwegs sein wird. Aber ich glaube, ich bin eventuell sogar in der richtigen Zone gelandet für die Fraktionen, die ich mir doch mal näher anschauen wollte. Gut. Die Karte ist relativ in Ordnung, hat ein bisschen was zu bieten. Dann haben wir hier die Fähigkeiten im Kampf, Überleben, Handwerk, Persönlichkeit, Berserker, Outlaw und Kleriker. Das hier sind die drei uns zur Verfügung stehenden Parteien. Dann gibt es also für die nochmal extra Fähigkeiten, je nachdem, wenn man denen vermutlich auch erst angehören, aber vielleicht mehreren angehören kann oder zwei, muss ich mal noch schauen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Ich vermute eher nein. Lesen gibt dir zusätzliche Erfahrungen. Oh, und sonstiges. Und das sind Dinge, die man lernen über den Persönlichkeitslehrer. Ah ja, okay. Und dafür gibt es spezielle Voraussetzungen, wie beispielsweise die Intelligenz auf Stufe 50 und Gerissenheit auf 30, beziehungsweise ein Lernpunkt muss noch frei sein und ich brauche Alex, um das Ganze zu bezahlen. Okay, interessant. Gut zu wissen. Ja, das nächstliegende ist es halt zu gucken, wie ich mich allgemein verbessere, aber aha, also man kann sich auch gegen Statuseffekte verbessern. Erhöht deinen Widerstand gegen Überhitze und Feuerschaden mit jeder Stufe, das heißt auch im Vorfeld wirkend. Ich denke, das wird angerechnet, auf welcher Stufe man das erlernt. Und weiterführend erhöht man damit dann auch die Resistenz. Das finde ich cool. Das System gefällt mir, wenn es dann auch wirklich so funktioniert, wie ich es mir gerade denke. Genauso Rüstung. Tier, Trophäen. Ah, wir können also wieder ein bisschen Geld machen. Das ist etwas, was ich natürlich als relativ erstes haben möchte. Dinge, mit denen man auch am Leben bleibt. Das heißt, ich brauche Geschicklichkeit und Intelligenz auf 15 dafür. Da können wir uns schon mal merken, das ist das Erste, was ich gerne hätte.
Und im Kampf dann natürlich verbessern, je nachdem, wie wir weitergehen. Es gibt Granaten, dass es Waffen gab im Sinne von einem Fernkampf, wie Granatenwerfer und Co. wusste ich, aber dass es auch Granaten gibt, nicht. Das ist natürlich auch sehr schön. Und es gibt noch Bonusschaden, den man lernen kann. Vermutlich, ja gut, alles immer ein Kampflehrer. Gut. Ob es noch ähnlich wie in Fallout vielleicht noch ein paar spezifische Dinger gibt, die man freischaltet, indem man einfach nur die Spielwelt erforscht und sonstiges, das wäre noch ein i-Tüpfelchen drauf. Fände ich cool. Weiß ich allerdings momentan noch nicht, ob es das gibt. Attributspunkte gibt dann auch wieder was. Stärke wie immer, physische Kraft für Nahkampf und ermöglicht dir Gegenstände zu benutzen, sowie Fähigkeiten zu erlernen. Das steht bei jedem dabei, das ist gut zu wissen. Körper, Konstitution ist natürlich wieder Lebensanzeige, Agilität, die Gewandtheit für Fernkampfschaden. Intelligenz für Leistungsfähigkeit, Psykräfte und Co. und Gerissenheit, soziale Kompetenzen. Sofern du ein Outlaw bist, erhöht sie dauerhaft deine Stim-Kapazität. Interessant. Okay. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ja, vermutlich. Hier stecken auf jeden Fall mal ein paar Pfeile drin. Wenn hier Pfeile stecken, dann sollte doch auch irgendwo ein vermaledeiter Bogen liegen. Und wenn die dorthin geschossen wurden, müsste es eigentlich hier irgendwo sein, dass der Typ der Schütze gestanden hat. Oder auch nicht. Hätte es jetzt zumindest mal vermutet gehabt. Ich muss ein bisschen mehr rauszoomen. Da ist noch eine Heilpflanze. Nichts übersehen. Ein Giftkraut. Kann man vermutlich Nahkampfwaffe auch mit überziehen. Das wäre cool. Feuerkraut. Und das hier sieht mir irgendwie aus wie Eier, aber nee, es ist eine Pflanze, die einfach nur leuchtet. So. Klettersystem. Gothic, ich hab's geliebt. Erstes Spiel, in dem ich mal klettern konnte. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das? Emotionen? Ah, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Okay, also er ist einer von denen, die das Elix ja permanent konsumiert haben, also ein Alp. Ich dachte, die sind emotionslos durch genetische Umwandlung, aber anscheinend bei Entzug, wie wir gerade festgestellt haben, entwickelt er wieder sein zuvoriges Selbst. Ja, interessant. Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas anderes. Mit genug Ausdauer kannst du leichte Angriffe und schwer. Oh ja, wo ist die Ausdauer? Links, das Grüne, okay. Miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursachst du. Und mit E schwere Angriffe. Oh, das ist eine blöde Taste. Und es ist gerade absolut blöd, dass hier jetzt die Audio dermaßen hochgeht. Weil sie meint, einen stimmungsvoll was zeigen zu müssen und ich einfach nichts mehr mitkriege, was er sagt. Okay, die Ratte hat mich eher ignoriert, anstatt auch nur ein einziges Mal anzugreifen. Geplündert, rohes Fleisch erhalten. Ja, ich habe jetzt leider keine Ahnung, was er wirklich erzählt hat. Dementsprechend die Musik ja erstmal ordentlich runtergeschraubt. Ich werde das jetzt mal ein bisschen noch anpassen. Auch die Effekte lieber etwas weiter runter, damit ich mehr die Stimmen höre. Das ist ja das Wichtigste für mich. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal im nächsten Part, wie es weitergeht.
Und der sollte auch noch am heutigen Abend erscheinen. Bis dahin, sayonara.